Nicht mehr lang und im Wald sprießen sie wieder. Pilze. Und was würde besser dazu passen, als sie mit frischen Kräutern zu verfeinern? Genau aus diesem Grund trafen sich die Gäste der IKK-Klassik-Kochschule in der Essecke in der Erfurter Sportklinik. Wieder mit dabei unsere Köche Mike Kämmerer und Alexander Fischer. Unter ihrer fachmännischen Anleitung entstand ein leckeres Drei-Gänge-Menü und einen Gang haben wir für euch zum Nachkochen. Heute gibt es ein Sauerampfersüppchen mit karamellisierten Pfifferlingen und Satéhähnchen. Wenn möglich, bereitet ihr im Vorfeld aus Gemüseabschnitten eine Brühe vor. Ansonsten hilft euch auch ein Pulver. Anschließend schneidet ihr die Hähnchenbrust in Streifen und fädelt diese auf Holzspieße auf, um sie anschließend mit Teriyaki-Soße und Erdnusscreme zu marinieren. Aus Sauerampfer, Olivenöl und Parmesan stellt ihr ein Pesto her. Lasst dann Butter in einem Topf aus, bindet sie mit Mehl und gebt nach und nach die Gemüsebrühe hinzu. Das Ganze lasst ihr ca. 20 Minuten einkochen. Die Hähnchenspieße bratet ihr in Öl an. Wenn ihr die Pfifferlinge geputzt habt, bratet ihr auch sie scharf an und karamellisiert sie mit Zucker. Kurz vor dem Servieren rührt ihr das Sauerampferpesto in die Suppe. Jetzt nur noch anrichten und genießen. Das Rezept findet ihr wie immer in eurem Taktmagazin.